Der Freund hat auch hier beim Bauer, also heute Freitagmorgen. Ich fülle dann nochmals Schnitzel in meinem Bunker zur Schnitzelheizung. Und jetzt will ich da den Heckplatten schmieren und ich habe da eine Fettpresse, die mit Druckluft läuft. Ist nicht schlecht, wenn man in der Nähe der Werkstatt ist, aber der Schlauch ist immer auch ein Problem, da um die Maschine herum. Darum, wenn ich heute eine Fettpresse kaufen würde, würde ich eine elektrische, eine elektrisch betätigte Fettpresse kaufen, nicht mit Druckluftanschluss. Aber es funktioniert. Ja, jetzt kann ich es wieder sagen. Eine Akku-Fettpresse würde ich kaufen. Jawohl. Der ist noch eine Maschine der alten Schule. Der hat viele Schmiernippel. Überall, jeder Zylinder, überall wo es dreht, hat er Schmiernippel. Habe ich auch gerade nicht mehr gewusst. Ich fahre mich gerade vom Inland. Der 714er muss wieder mal getankt werden und das dauert dann meistens eine Zeit. Ja, und der aktuelle Preis ist bei uns 1 Liter Diesel 1 Franken 61. Bei uns ist Diesel immer teurer, ich weiß auch nicht warum. 1 Franken 49 Benzin. Ja, und im Moment 175 Liter, 280 Franken sind schon rein. Können überprüfen, wie sich die Parlamentarier in den Kommissionen verhalten. Es darf nicht sein, dass die Volksvertreter im stillen Kämmerchen ihre Agenda vorantreiben. Hier die Genossenschaft der Verkaufsladen. Geschlossen. Sonst wäre ich jetzt nämlich rein während dem Tanken, hätte einen Snicker gekauft und was zu trinken. Jetzt muss ich da warten, ohne etwas zu trinken und zu essen. Ja, es ist schade, der Verkaufsladen direkt an der Straße für mich aufs Feld raus. Ich fahre jeden Tag ran vorbei und konnte dann immer schnell was kaufen, was gerade benötigt wurde. Und ich habe gemerkt, meine Kosten vom Land, die Laden sind erheblich gesunken. Ich kaufe wenig bis nichts mehr im Moment, weil ich hier nicht mehr einkaufen kann und ich sonst auf Koppigen muss und das liegt nicht am Weg, darum kaufe ich auch nichts ein. Ja, liebe Landi, da seid ihr selber schuld, dass die Bauerhäuser da nicht mehr einkauft. Laden schließen heißt auch Umsatzrückgang und ich denke, der ist ziemlich groß, vielleicht größer als ihr gedacht habt. Ja, da wir für 390 Franken Diesel getankt. Der Genossenschaft auch Umsatz. 390 Franken Diesel. So, das reicht wieder eine Weile. Bis in den Frühlingsanbau rein habe ich da genug Diesel. Aber dann, wenn es losgeht, braucht es dann viel. Ja, und jetzt fahre ich da wieder zu einem Nachbarn und hole den Holzerwagen, den Kranwagen und heute Nachmittag werden wir mit dem Kranwagen im Wald arbeiten. Direkt fällen, aufladen, wegführen. Ich kann diesen Kranwagen benutzen heute bis Montagabend. Ist nicht schlecht. Kann ich vieles rumführen im Wald. Viel Brennholz und noch Holz zum Sägen. Muss an den Stapel. Ja, muss einiges gemacht werden. Und jetzt ist gutes Wetter. Gut für diese Arbeit. Also los, anhängen
ist ja bereits 11 Uhr gewesen, anhängen. Maschine angehängt, nach Hause fahren. Liebe Freunde, ihr seht es, Bauerhause, Freitagnachmittag, wieder im Wald. Wir wollen da eine Fichte fällen, die unten faul ist. Und wir müssen zuerst schauen, wo ist die Grenze. Wir haben müssen das ausmessen. Ich war nicht sicher, ist die Grenze, ist es noch meiner oder nicht. Und jetzt nach Studium der Karte und Messen haben wir gesehen, es ist meine. Warum wird sie jetzt gefällt? Ich stehe da auf dem Weg. Diese Fichte fällt da auf die Straße raus und ich muss schauen, dass da niemand plötzlich daherkommt, mit Traktor oder zu Fuß. Wir hätten diese Fichte fällen hier. Die andere Seite des Waldes mit der Grenze, die auf die Straße läuft. Da Nachbar. Und die Grenze läuft darauf. Immer wie schwieriger, die Grenzen zu sehen. Früher haben sie die schön ausgeholzt immer und man konnte die Grenze sehen. Und jetzt werden die nicht mehr ausgeholzt. Niemand hat mehr Zeit, niemand macht es mehr. Und so verschwinden die Grenzen langsam. Und dann muss man die Marksteine finden. Ja, es scheint, die will nicht sofort fallen. Er hat da den Keil reingeschlagen und sie kommt nicht. Ja, wunderbar, exakt gefallen. Liebe Freunde, der Bauerhaus ist nicht mehr im Wald. Er ist schon in der Werkstätte. Habe da ein Problem. Habe die Ölpumpe kaputt gemacht durch Selbstverschulden. Ach, es ärgert mich. Die Ölpumpe kaputt. Hydraulik, beim Mitteln, ist da, hat auf die Zapfwelle gedrückt. Und hat man die Ölpumpe gemacht. Ja, jetzt müssen wir da unser Programm ändern und wir durchhorsten da und nehmen da kleines, dürres raus und nichts mehr mit dem Kranwagen rausholen. Da ist die Ölpumpe, das Gehäuse defekt. Hoffentlich gibt es da ein Ersatzteil dazu. Ja, geplant wäre gewesen für mich heute Samstag und Montag Holz rausnehmen mit dem Wagen und nachher ist er schon wieder bestellt bei einem anderen Bauern. Es gibt dann ein Problem. Und ich muss es dem Besitzer noch sagen, dass ich da mit dem Unterlenkerarm die Zapfwelle gedrückt habe und das hat gerade die Pumpe kaputt gemacht. Ist eine Scheiße, mache ich nicht gerne. Ich habe es ihm noch nicht gesagt, aber ich muss heute Abend telefonieren. Wie gesagt, der Holzerwagen ist schon in der Werkstatt und es wird geschaut für Ersatzteile und geht natürlich auf meine Rechnung. Ich habe eine Versicherung, aber Selbstbehalt. Da zahle ich gleichwohl viel selber. Aber passiert ist passiert, kann ich nichts mehr machen. Jawohl. Zeug. Dann holen wir da raus. Ist da nötig. Ja, liebe Freunde, und wieder auf dem Feld. Und da hinter dem Wald geht auch die Sonne wieder runter. Es ist bereits 5:30 Uhr. Oder wie noch bekommt ein Guderli. Ja. Ja, diesen Nachmittag ist es nicht rund gelaufen beim Bauerhause. Ich habe bei dem Forstkran beim Einbiegen mit hochgehobener Hydraulik, mit den Unterarmen der Hydraulik, die Pumpe des Forstkran
beschädigt. Die Öl, also nicht die Ölpumpe ist kaputt, habe ich jetzt nach dem Telefon gehört, sondern das vorgeschaltete Getriebe ist defekt. Das muss ersetzt werden auf meine Kosten. Ich hoffe, ich habe da eine Versicherung, die da einen Teil davon übernimmt. Blöd gegangen, hätte besser. Es ist immer das Problem, unten angehängt, wo positioniert man die Unterarme der Hydraulik? Am besten weit oben oder ganz unten. Und ich habe gedacht, ich hebe sie, das funktioniert. Aber ich habe zu eng rumgeschwenkt und der Arm hat auf die Pumpe gedrückt und das Getriebe kaputt gemacht. Ja, da mussten wir umstellen mit unseren Arbeiten. Wir haben dann kleines Holz rausgeschnitten, das auch gemacht werden sollte diesen Nachmittag. Ja, und jetzt kurz marschieren nach Hause, Freitagabend, Feierabend. Und der Bauer Hausi wünscht euch ein schönes Wochenende und man sieht sich. Tschüss zusammen, ciao, ciao.